Hallo, hier ist Rolf von Tesla Owners US und heute empfange ich meinen Truck, das Towing Monster, das zum Ziehen Monster. Und wir müssen mal einiges machen, um das Auto hier etwas mehr effektiver zu gestalten. Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future. So, leider muss ich das euch mal wieder übersprechen hier. Und zwar machen wir was, um das Auto sehr effektiv zu machen. Wir kriechen erstmal drauf und wir gehen dann nach vorne auf das Bett, also auf die Auflagefläche oder auf die Transportfläche. Und da ist so eine Velcro, oder das heißt Klettverschlüsse, die muss man lösen und dann rollt man das ganze Teil einfach auf. Und das ist zwar ziemlich wichtig, weil sonst verfängt sich der Wind in der Ladefläche und dabei verbraucht man immer noch nicht viel Strom, weil dann entstehen große Widerstände. Und dann muss man das Ganze am Ende hinten einklemmen. Und da sind so eine roten Bänder. Die kommen gleich nochmal, dass sie den Klettverschluss hinten drauflegen. Und da sind diese roten Bänder. Und wenn man an diesen Bändern zieht, dann kann man die Ladefläche wieder hochnehmen. Teilweise oder ganz, wie man gerne möchte. Und den kann man natürlich auch die Ladefläche wieder nach unten machen. Und dann am Ende einfach die Klappe, diese Stufenklappe, einklappen in der Einrichtung erstmal und dann das ganze Gate hoch und dann nochmal die Klappe ein. Super Erfindung da. Das haben sie gut gemacht, hatten die auch schon beim anderen Fahrzeug. Jetzt wollen wir mal in die Mitte reinschauen zum Middle Gate. So your mid gate, you fold your seat forward like this. Yeah. And pull on this strap, it's gonna fold your seat down. You wanna make okay, sure to press the button on the side to drop the headrest. Die beiden Dinger, die beiden Nippel ziehen. Und auf der anderen Seite machen wir es genauso. So, I'm gonna talk the same thing what you said in German. Absolutely. Okay. Cool. Same thing on this side, you fold the seat forward. Genau. Press your headrest buttons, drop them down. So you can fold it straight down, just like so. Yeah. And then you can press these buttons right here, and that's your latch for the mid-gate. Ah, ihr wisst ja auch, wenn was nicht funktioniert, will ich das einblenden. Wir werden den Video hier nicht cutten. Und zwar, da war irgendwas blockiert beim Fahrer. Da hat er nochmal reingeguckt, vorne an der Anzeige. Wir mussten einfach nur das Fenster ausnehmen. Und dann hätte das funktioniert. So, this one, two-person job. Okay, yeah. You'll just pull that little latch on either side. Yeah. And it's gonna drop your glass down. You have this little safety here. Yeah. You just push up, it's gonna come right out. Okay. And then you can rest it right in here, actually. It's a little storage spot for it. Okay. So on your side, you should also have a little latch, just like that, that you can put it in place, and it's all held in. So that's there open. We go. Press okay. That button on that side. And then? There you go. Okay. Folds right down. Now you can take that seatbelt. It actually has a little storage spot right here on the side too. That way when you put it back up, it doesn't get crushed under there, okay? So about here. Just like that. Yeah, that's cool. And then if you wanna... So basically it was not closed correctly. Correct, when yeah. we started with it. Just wasn't okay. fully latched. Yeah. Yep. Okay. Now. So, das Problem war eigentlich nur, dass das untere Gate nicht richtig geschlossen war, als das zum ersten Mal gemacht worden ist. Also wir schließen hier das Gate, das muss richtig einrasten und das war nicht passiert. Und jetzt setzen wir alles wieder in den normalen Zustand zurück. Die Scheibe wird oben wieder eingesetzt und eingerastet und dann werden einfach die Sitze wieder umgeklappt. So einfach ist das und geht auch ziemlich schnell. For the heating, right? Here's one, I believe so. There's the other one. Yes, that's mm-hmm. the contact for the heating. Yep. Good. Clever mate. All right.
So then the rest of it's pretty easy. Now that one up again. Mm-hmm. And you do have some extra storage down here too, if you didn't want to put the mid-gate all the way here's down. Here's a subwoofer box probably, right? Correct. Yes, the Bose. Mm-hmm. Okay. And those fold back just like so. Yes. Excellent. Absolutely. Oh. Mm-hmm. And so now your mid-gate's all closed up. Okay, good. Let's start the car and see what the car says. So, jetzt wollen wir nur noch mal prüfen, ob die Fehlermeldung auch weg ist. No message anymore. No message on the dash. Okay. Hey, Tim. Thank you very much. Thank you. I can leave now, right? You can. These are your keys and you're all set to go. So, I have to take the other Chevy dealer and tell them, sorry, you are too late. So, jetzt kann ich zu den anderen Chevy Dealers gehen und sagen, das war zu spät. Die waren nämlich schneller. Das war der erste Truck, der einfach je in Arizona geliefert worden ist. Und die sind schon sehr lange in Arizona und das sind auch die schnellsten. Das hat auch eine Weile gedauert, ehe ich meine Rückzahlung tatsächlich bekommen habe von den Leuten. Und da musste ich echt hinterherlaufen. Und am Ende habe ich so einen Terror gemacht, dass ich dann auch die Rückzahlung tatsächlich bekommen habe und die mir von der Kreditkarte das wieder zurückgezahlt haben. Und jetzt muss man noch erklären, wie die Navigation funktioniert, ob das genauso günstig ist und gut ist wie beim Tesla. So, I'm coming back. Right, we bring the car back. And it's not far away from here. It's in Tempe. Bring the car back and then we come back. Perfect. So, awesome. You use contact names to improve calling. Okay, continue. So, when you want to do the mapping, I'll let you do it, so you can learn exactly where everything is. Ja, da war Google Maps hier eingebaut und da muss man ein paar Schritte machen. Das ist so ein Hotkey, also einmal draufdrücken und da muss man ein paar Schritte machen. Das erste Mal, wo man sich anmeldet, dass man das bestätigen muss. Ansonsten ging das relativ schnell und navigiert natürlich mit Voice Commands, einfach da drauf drücken, wenn man nach Google Maps navigieren möchte. Und so habe ich das auch gemacht und es hat funktioniert. Huh? The first time you started it, so it's just telling you your SiriusXM trial started. Okay, good. I cannot use this button. Correct, that's for your phone. Okay, mm-hmm. Good. Let me use this button then, instead. Navigate to Diamond Perfection Details. Sure, Diamond Perfection Details LLC. That's correct. There you go. Yep, that's correct. Diamond Perfection Details LLC may be closed by the time you arrive. I know. I called him, it's open. And if you don't want the audio, you can press that button right there and turn it off if you only want the directions. Oh, that's easy that's better to have that easier. Yep, I agree. Turn that off. And right now it's on alerts only, and then you can press it to go to unmute it. Yeah. There's a slowdown on I-10 East that is causing a 5-minute delay. You are on the fastest route. Would you I care? You should reach your destination by 5:21 p.m. So, noch erwähnt, wenn ihr mir einen Anruf bekommen, dann wird das Telefon das abnehmen und ich kann das einfach das Telefon einlegen, das ist auch zum Aufladen da direkt gedacht. Erstmal bedanken wir uns bei Ihnen, thank you very much, alright. Und für die Leute, die in Deutsch sprechen, also wir haben jetzt alles aufgesetzt, dieser Truck zieht einen Anhänger fast doppelt so weit wie der Cybertruck. Und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, den zu nehmen. Hier mache ich immer noch mal die ganzen Plus und Minuses. Ich gehe da nur nach Fakten. Das ist nicht fancy, sondern Fakten. Ja, bei mir zählen hier die Nummern nur und die Nummern sprechen nur für sich. Und wir verabschieden uns auch von euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.